Braucht dein Risikoorgan einen Sicherheitsabstand? Bei meinem GTV, meinem Tumorvolumen und meinem CTV, dem klinischen Zielvolumen, lege ich einen Sicherheitsabstand drumherum zum PTV, meinem Planungszielvolumen, um den Organ-, Lagerungs- und Bewegungsungenauigkeiten des Patienten Rechnung zu tragen. Wie sieht es jetzt bei einem seriellen Risikoorgan wie beispielsweise dem Rückenmark aus? Bei einem seriellen Risikoorgan sollte kein Teil des Organs mehr als die Grenzdosis erhalten, weil sonst die Funktion des Gesamtorgans nicht mehr gewährleistet sein könnte. Das heißt, um ein serielles Risikoorgan sollte ich den gleichen Sicherheitsabstand drumherum legen, der auch die Organlagerungs- und Bewegungsungenauigkeiten des Patienten berücksichtigt, wie um das CTV mit dem Sicherheitsabstand zum PTV. Dabei berücksichtige ich die Lagerung und Fixation des Patienten als auch die Häufigkeit der IGRT, der Positionierungskontrollen am Beschleuniger. Wie sieht das jetzt bei einem volumetrischen Organ aus, wie beispielsweise der Lunge? Braucht auch die einen Sicherheitsabstand? Viele von den volumetrischen Risikoorganen sind atembeweglich. Das heißt, als erstes muss ich Rechnung tragen, dass die Lunge auch in Inspiration und Expiration richtig berechnet wird. Bei meinem Zielgebiet würde ich beispielsweise ein ITV verwenden, ein Internal Target Volume, welches den Atembeweglichkeiten in der Inspiration und Expiration darüber Rechnung trägt, dass alle Regionen, wo der Tumor ist, in das ITV mit integriert werden. Ich kann auch ein ITV von der Lunge berechnen, wenn ich ein 4D-CT habe. Es ist jedoch extrem schwierig zu sagen, welcher Pixelpoint von der Inspirationslage in der Lunge welchem Pixelpoint in der Expirationslage der Lunge entspricht, weshalb in der klinischen Routine aktuell sehr selten ein ITV-Konzept für die Lunge verwendet wird. Die Ungenauigkeit von der Atmung ist erheblich höher als die Ungenauigkeit der Lagerung, weshalb auch in der klinischen Routine selten ein Sicherheitsabstand um die Lunge selber gelegt wird.